Ich wollte nur mal sagen, ich habe jetzt die Faxen, die gehen mich kotzt das an hier. Mit dem Fleisch und so kann sie nichts mehr essen. Schweinefleisch, Schweinepest, da müssen immer die Viecher nachher pökeln, geht auch nicht. Und hier, Rinderwahn bei den Rindern und sogar bei den Kälbern. Ne? Und dann Kreuzfeld, Jakob, auch hier mit den Schafe. Kann sie nichts mehr fressen. Ne? Und da bin ich hier irgendwie an einen Punkt gelangt, wo ein Koma war, ne, weißt du? Ich sag nur eins, Wendy, das hat mir geholfen. Der Zeitung mit der kleinen Pferdchen, wenn sie rumhopsen, da dieser putzig, so dolch. Und da hat's bei mir geklingelt und da habe ich gesagt, weg vom Fleisch und jetzt esse ich Pferdefleisch. Wunderbar. Keine Skandale, nichts vergiftet, ne? Viecher können immer rumspringen und das ist super klasse. Muss aber aufpassen, ne? Rindpferd ist nicht so gut, hat zwar viele Muskeln so, aber schmeckt irgendwie so wie von Sieger. Die Gewinnerpferde, die darf sie nicht fressen. Und Dressurpferde auch nicht, das schmeckt dann irgendwie so geflochten, kannst du. Das ist nichts. Aber so normales Pferdchen oder auch so. Jetzt mal auf Galopprennbahn, bin jetzt hier ständig, habe Jahreskarte und gucke mir so den Sonntagsbraten an, diese feine Sache. Und wenn ein Pferdchen mal irgendwie auf der Fresse fällt und sich das Beinchen bricht, dann muss er schnell sein und wissen, wohin da zu welchem Metzger geht hier. Dann hast du hier der persönliche Superbraten, ne?